Jürgen Möllemann ist wieder da. Volle Deckung. Mutiger Querdenker. Einer, der was bewegen will. Einer, der sich anlegt. Politkobold und Briefbogenhasardeur Möllemann will wieder mitregieren, und zwar mit Tempo. Zum Wahlkampfauftakt musste ein Skandal her. Nur nicht zimperlich, das schafft Medienpräsenz. Also zauberte Möllemann ein bizarres Triumvirat aus dem Hut. Backwan, Hitler und eine Horrorfigur als bildungspolitische Wahlkampfhelfer. Die gezielte Verletzung gesellschaftlicher Konvention. Der Tabubruch als eiskalter Marketing-Coup. Ein Selbstläufer, schon seit einer Woche. Jede Gesellschaft hat solche Tabuzonen und Grenzen, aber sie sind in keinem Gesetzbuch kodifiziert. Und so muss jeder versuchen, sie in der Praxis richtig herauszufinden. 8% will Möllemann für seine außerparlamentarische Splitterpartei holen. Von Berlin aus wird der Skandal dirigiert, die Erregung gesteuert. Werbeprofis und Politikberater üben den Schulterschluss. Die Herausforderung auch unter kommunikativen Gesichtspunkten war, es zu schaffen, mit einer Kampagne diese Partei wieder zum Leben zu erwecken. Die Kampagne für Herrn Möllemann basiert vor allem auf Provokation als Stilmittel, um überhaupt gehört zu werden. Möllemann führt den methodischen Tabubruch und eine neue rabiate Tonlage in die deutsche Wahlwerbung ein. Aber was steckt dahinter? Ein distanzierter Beobachter. Diese Kampagne bedenkt nicht ausreichend, was sie tut. Sie bedenkt nicht ausreichend, dass sie für meinen Geschmack jedenfalls zu viel des Schlechten getan hat, zu viel der Provokation hineingepackt hat auf ein Plakat. Und das deutet darauf hin, dass die Macher dieser Kampagne und auch die dahinterstehende Partei ihrer eigenen Botschaft nicht so recht glaubt. Man vertraut nicht auf die Botschaft und überinstrumentiert deshalb die Bilderwelt, die diese Botschaft stützen soll. Letztlich würde ich sogar sagen, gerade weil man der eigenen Botschaft nicht traut, benutzt man die Welt der Bilder, um eine Schärfe in die Argumentation und die politische Auseinandersetzung zu bringen, die man intellektuell und programmatisch gar nicht zur Verfügung hat. Hitler, die Faszination des Grauens, der Massenverführer. Der Backwan, ein spiritualistischer Guru. Beide Figuren haben nichts mit der bundesdeutschen Bildungsmisere zu tun. Möllemann instrumentalisiert propagandistisch geschickt ein diffuses Schreckensgefühl, das von den Abgebildeten ausgeht. Inhaltlich ist die Kampagne unstimmig, moralisch überaus fragwürdig. Wahrnehmungspsychologisch jedoch ist sie gefährlich. Diese Kampagne bedenkt nicht, oder sie will nicht bedenken, dass Bilder prinzipiell nicht Nein sagen können, dass Bilder nicht kritisch sein können, sondern dass sie immer bejahen, was sie abbilden. Und insofern ist ein Bild von Hitler immer ein Bild für Hitler. Eine Reportage über das Dritte Reich muss beispielsweise immer damit rechnen, dass es nicht nur die aufklärungswilligen und kritischen Bewusstseine anzieht, sondern dass es auch all diejenigen bedient, die mit größter Lust immer wieder die Ästhetik des Faschismus genießen wollen. Und insofern darf man sich nicht einreden lassen, dass diese Bilder von Backwan, von Hitler oder von Freddy Krüger in irgendeiner Weise in kritischer Absicht gebraucht sind. Wer sie liebt, wird sie auch auf diesem Plakat lieben. Doch was scheren solche Bedenken angeschlagene Kleinparteien und aufstrebende Werbeagenturen? Wenig. Beide wollen erfolgreich verkaufen. Ihr Produkt heißt Jürgen Möllemann. Die Marke FDP. Die Agentur schlicht Heimat. Willkommen zu Hause. Die Möllemann-Kampagne macht Adolf Hitler zum Vehikel für Politmarketing. Hitler ist eine Figur, die ist wie so ein Geist, den man aus der Flasche lässt. Und sobald dieser Geist raus ist, gibt es immer irgendwie Ärger. Irgendwie Ärger. Das fürchtete dann wohl auch der Wahlkampfmanager. Während des gesamten Interviews wollte er seine jungen Wilden nicht unbeaufsichtigt lassen. Am Ende machte er aus seinem Kalkül keinen Hehl mehr. Also das Plakat, so wie es die als Pressefoto-Entwurf zu sehen war, wird so mit Sicherheit nicht zu sehen sein, weil es ja ein Entwurf war, ein Layout und nicht das fertige Produkt. Gut gebrüllt, Löwe. Was am Ende tatsächlich plakatiert wird, weiß also noch keiner. Auch Springinsfeld Möllemann nicht. Der will 8%, und zwar um jeden Preis.